Da ist nichts mehr zu holen. Ach, für was soll ich... Stopp! Seine Frau will die Scheidung und anschließend seinen Bruder heiraten. Wir haben eine Salzsäure bekommen. Vielleicht kann die Salzsäure jetzt im Kasten... Muss nicht sein. Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Okay, dann. Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Das wird nicht klappen. Ich fange an. So verzweifelt bin ich nicht. Ja, Entschuldigung, ich schon. Schraubenschlüssel bringen mich. Ja, ich habe keine Ahnung. Das bildet kein gutes Paar. Das passt nicht zusammen. Jo, Entschuldigung. Nein. Soll ich einen Störsender? Den Störsender brauche ich irgendeinen... Es kann nur an einer Telefonleitung angebracht werden. Das Störgeräusch verursacht höllische Kopfschmerzen. Das war unser Standardtrick, wenn wir auf feindliche Telefonleitungen gestoßen sind. Salzsäure. Reinigungsflüssigkeit. Noch knapp 5 Meter und ich habe genug Seil. Es ist eine Handkurbel. Wagenheber. Den kann ich benutzen, um die Gitterstäbe zu verbiegen. Die Kurbel fehlt. Genau. Jetzt funktioniert der Wagenheber wieder. Manchmal habe ich den Eindruck, die Jungs hier bluten lieber, als ein gutes Buch zu lesen. Das passt nicht zusammen. Entschuldigung. Es ist genau das, wonach es aussieht. Ein verbogener Nagel. Messergriff. Ein geplätteter Daim. Ein großer Metallschraubenschlüssel. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Christine würde wissen, wo man das findet. Birdman wird sich sicher freuen, sein Buch gedruckt zu sehen. Laut Hank gibt es im Krankenhaus ein loses Fenster. Zimmer 3 der Krankenstation. Wenn ich mich nochmal mit Gaspipe anlege, bringen die mich bestimmt dahin. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf bumpy... Ja, ja. Okay. Ich kann eine Gruppe Matrosen. Jeder Einzelne auf der Suche nach Ärger. Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Okay, das funktioniert so nicht. Nein, der Nagel bringt mich hier nicht weiter. Das funktioniert so nicht. Das wird nicht klappen. Zeitverschwendung. Das wird nichts. Wenn ich die Krankenstation verlassen will, sollte ich lieber die Klingel in meiner Zelle läuten. Sonst merken sie noch, dass ich frei rumlaufe. So kann ich hier. Lasst uns schlafen. Ich bin schon sauber. Ich muss vorsichtig sein mit der Säure. Ja, ist schon gut. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Das ist mein Problem. Ich soll ihn wecken? Nein. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Das führt zu nichts. Nein, das führt zu nichts. Das wird nicht klappen. Wieso kann ich den Störsender hier nicht anbringen? Das funktioniert nur mit Telefonleitungen. Über die Telefonleitungen. Und was gibt's das hier? Das wird nichts. Ach Gottchen. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Manchmal habe ich den Eindruck, die Jungs hier bluten lieber, als ein gutes Buch zu lesen. Eine Gruppe Matrosen. Jeder Einzelne auf der Suche nach Ärger. Dem Birdman bringe ich sein Buch. Weiß ich ja jetzt schon. Das wird nicht klappen.
So komme ich auch nicht an Birdmans Buch ran. Ich soll mich für einen kleinen Plausch setzen? Lieber schicke ich meine Postkarte von Hawaii. Oh. Nein. Sie hat einfach alle fünf mit rauf in ihr Schlafzimmer genommen. Ich überlege gerade, wie ich hier rauskomme. Die einzige Möglichkeit ist jetzt zum Fahrrad. Nur was kann ich dort machen? Ist wurscht, ich probiere mal beim Fahrrad alles aus. Das war so ein kleiner Bug wahrscheinlich. Hast du geklingelt? Was ist mit deiner Lampe passiert? Was willst du? Mir geht's nicht gut. Ich will den Pfarrer sehen. Stirb mir bloß nicht weg, 1229. Tja, Freunde, ich bin ratlos. Ratlos. Was haben wir denn da alles? Wir haben den Pfarrer, wir haben das Zeug auf dem Schreibtisch und die Schublade und den Tisch. Wir haben das Nest, billige Lautsprecher, alter Projektor und den Hank. Du hast noch Zeit für einen letzten Versuch. Was wollen sie schon mit dir machen? Dir nochmal. Pass auf dich auf, alter Mann. Sieht gemütlich aus, aber ist nichts für einen großen Kerl wie mich. Der Pfarrer guckt gerade nicht rüber. Mal sehen, was er da hat. Pornos und ein versauter Comic. Da ist nichts, was sich lohnt. Ein pornografischer Popeye-Comic mit dem Titel Da bläst sie. Wow, yeah, das ist Olive Oil. Und sie gibt Wimpy schon auf Seite 3 einen Blowjob. Hey, ist das Hanks Unterschrift auf der Rückseite? Aha. Pass auf dich auf, alter Mann. Ist das dein Porno-Comic? Geht um Wimpy, der Popeyes Lady zeigt, wo er noch so Appetit drauf hat. So ein Porzellanpüppchen knirscht doch schon beim kleinsten Druck. Joe, wir haben schon über mein Projekt gesprochen, richtig? Haben wir. Es beginnt auf der Krankenstation, an einem ungesicherten Fenster. Du wirst eine Menge Seil brauchen. Schnapp dir einfach alles, was du kriegen kannst. Yeah, noch mehr Seil. Ich binde die hier zusammen. 7,5 Meter. Okay, jetzt habe ich ein Seil gekriegt, oder das war's auch schon. Wegen dem Seil. Du wirst eine Menge Seil brauchen. Pass auf dich auf, alter Mann. Ist ein solides Modell. Verdammt schade um die solide. Ich sollte hier vielleicht nicht fluchen. Der Lautsprecher für den Projektor. Der billigste, den sie finden konnten. Gute Arbeit. Vater. Ja? Ich muss weiterarbeiten. Fertig mit Beten? Ja, bin ich. Nutz den Notruf nicht ab, 1229. Tja, jetzt bin ich genauso gescheit wie vorher. Was für ein Tritt in die Eier.
Hast du gelesen, was sie ihm geschrieben hat? Da kann ich nicht rein. Lasst uns schlafen. Jo, lasst uns schlafen, bla bla bla. Ich brauche keinen Papierkram. Und das gäbe nur Ärger, wenn ich sie da runterhole. Ich muss irgendwie hier raus. Ich habe keine Ahnung, wie. Muss nicht sein. So verzweifelt bin ich nicht. Ich fange an, mich zu wie. Das wird nicht klappen. Das führt. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Moment mal, kann ich vielleicht. Ich könnte auch mal so ein Flittchen. Ich muss vorsichtig sein mit der. Das wird nicht klappen. Gefährliche Mischung. Jetzt habe ich eine Rauchbombe. Eine Rauchbombe? Für was brauche ich eine Rauchbombe wieder? Hä? Nein, das brauche ich noch. Ich fange an, mich. Ja, mich zu wiederholen. Nein, das brauche ich noch. Für was brauchst du das eigentlich noch? Da hilft. Das wird nicht. Der Typ kommt einfach so auf das den Weg. Führt zu nichts. Nein, das brauche ich noch. Das wäre eine schreckliche Verschwendung. Lasst uns schlafen. Kann ich hier drinnen vielleicht irgendwas machen damit? Nein, das brauche ich noch. Nein. Das wird nicht. Okay. Vielleicht bei mir im Dingsbums? Sie hat einfach alle fünf mit rauf in ihr Schlafzimmer genommen. Nein. Ich fange an. Nein. Das wird nicht. Nein. Nein, das. Tja. Wenn sie endlich aufhören würde zu telefonieren!